Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du den Fehler Division durch Null in Microsoft Excel lösen kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Einer der häufigsten Fehler in Microsoft Excel ist die Division durch Null. Die Division durch 0 bzw. dieser Fehler tritt dann auf, wenn eine Zahl in Excel durch 0 geteilt wird. Die Fehlermeldung verwirrt viele Anwender und das muss nicht sein. Dieser Fehler kann mit der Funktion Wenn Fehler in Excel ganz einfach behoben werden und wir sehen uns das nun anhand eines Beispiels die einzelnen Schritte genauer an. Wie hier zu sehen, habe ich eine Excel-Datei vorbereitet, die eine Produktnummer führt und einen Preis dazu, sowie auch die Bestellmenge. Um nun diesen Fehler zu simulieren, werde ich nun eine zusätzliche Spalte anlegen, und zwar nenne ich diese Preis pro Menge und gebe darin die entsprechende Division an. Und zwar den Preis dividiert durch die Menge. Und wie wir sehen, erhalten wir nun auch korrekterweise die entsprechenden Angaben. Nun kann es ja sein, dass bei der Arbeit versehentlich eine Bestellmenge vergessen wurde. Und das führt dazu, dass wir nun eine Division durch 0 bzw. diese Fehlermeldung erhalten. Das kann nun einfach gelöst werden, indem ich mich der Funktion von Excel wenn Fehler bediene. Und zwar gebe ich nun als ersten Parameter dieser Funktion an die Division, in diesem Fall Preis durch die Bestellmenge, und kann dann anschließend als zweiten Parameter angeben, ob nun bei dieser Division durch 0 ein Wert angezeigt werden soll, eine Bezeichnung oder einfach leer bleibt. In diesem Fall lasse ich diese leer und wie man sehen kann, erhalte ich nun für diese Zeile den Wert 0 anstatt Division durch 0. Ich könnte theoretisch auch eine Angabe machen und zwar es fehlt Menge beziehungsweise Bestellmenge. Ich gebe diese nun unter Anführungszeichen und erhalte nun für diese Zeile den Hinweis, es fehlt die Bestellmenge. Wie du siehst, kannst du damit diese Fehlermeldung nun beheben und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg.